Einen wunderschönen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Phantasmagoria. Wir sind in der letzten Folge abgestürzt. Und zwar, als wir hier drauf geklickt haben. Das sollte jetzt weg sein. Da fehlte eine Datei. Die wurde nicht rüber kopiert. Nach langem Suchen auf CD Nummer 6 ist sie gefunden worden. Der unglaubliche Karno und der grauenerregende Thron des Grauens. Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Willkommen zu einer höchst außergewöhnlichen Vorstellung. Sie werden eine atemberaubende Darbietung erleben. Dergleichen ist noch nie zuvor versucht worden. Ist nie zuvor versucht worden. Der berühmte Karno wird in seinem neuesten Trick dem Tod ins Angesicht sehen. Auf dem Thron des Grauens. Ladies and Gentlemen, der berühmte Karno. Was macht die da? Was machst du hier, Marie? Warum? Ich hab dich letzte Nacht gesehen. Gib es zu, du triffst dich noch immer mit Nein. ihm. Nein, spiel nicht verrückt. Gib es zu. Fahr zur Hölle. Na. Ich befürchte, es entspricht der Realität. Was machst du hier, Marie? Ich hab dich letzte Nacht gesehen. Gib es zu, du triffst dich noch immer mit ihm. Wow. Oh mein Gott. Puh. Ja. Also sowas möchte ich persönlich nicht erleben. Haben wir noch irgendwas anderes? Nee. Gut. Wir hatten in der letzten Folge schon unseren netten Ehemann getroffen hier, wie er besoffen hier drüben rumlag. Und ich befürchte, das Absinth ist nämlich so gut wie alle. Was heißt so gut? Der ist, glaube ich, alle. Und ich hatte den Hinweis bekommen in den Kommentaren. Das können wir nicht machen. Ich hatte den Hinweis bekommen in den Kommentaren. Hatten wir die schon?
Nee, hatten wir noch nicht. Den Hinweis bekomme ich, soll mich mal in der Stadt umsehen. Was ich auch tun werde gleich. Es wirkt immer bedrohlicher. Das Böse ist hier. Finde dein Seelenheil? Nee, deine Erlösung. Nicht dein Seelenheil. Da steht Erlösung. Wenn, dann bitte richtig vorlesen. Wird immer noch weggeworfen, okay? Ich denke, dass es die Frauen sind, die das steuern, ne? Also die ermordeten Frauen, die von Soltan hier umgebracht worden sind, inklusive dem Kind, der Tochter. Das finde ich ja richtig bedrückend. Das zweijährige Kind musste so früh und so... Ah, nee. So, dann schauen wir mal. In die Stadt kommen wir ja nur über einen Weg. Und zwar mit dem Auto. Okay, Ton ist wieder weg. Ah, ärgerlich, 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 ärgerlich. So, dann klappern wir mal alles ab, inklusive Malcolm, oder? Vielleicht kann ja Malcolm uns ja endlich mal ein bisschen mehr sagen. So. Ist hier irgendwas? Antiquitäten. Die Tür scheint... Ja, doch. Sagten Sie jetzt Kamin aus dem 18. oder dem 19. Jahrhundert? Unglücklicherweise habe ich im Moment überhaupt keine. Aber ich habe schönen alten Schmuck, wenn Sie sich dafür... Oh, aha. Ich verstehe. Okay. Ja, verstehe. Ich halte dann ein Auge nach Kamin offen, auf die die Beschreibung passt. Und Sie sagten, Sie würden gut zahlen? Okay. Ach, dieses Tonproblem. Das ärgert mich. Kleinen Moment. Alles klar. Okay. Ich rufe sicher zurück, wenn ich etwas finde. Gern geschehen. Wiedersehen. Ah. Kleinen Moment mal. Also das mit dem Tonproblem, das ist wirklich sehr lästig. Es ist egal, was man hier einstellt. Es wird nicht besser oder schlechter. So, jetzt müssen wir eh warten, bis es neu triggert. So, sie kann uns nicht helfen, beziehungsweise wir schauen uns noch um, nehme ich mal ganz stark an, ne? So, was passiert jetzt? Ah, okay, es wird umgeschalten. Was haben wir denn hier? Sie? Hier können wir wieder raus, hier rein, da ist eine Ente. Hier ist gar nichts weiter, wir können nur mit ihr quatschen. Ma'am? Ja, hallo. Mein Name ist Adrienne Delaney und ich bin gerade aus Boston hierher gezogen. Könnten Sie mir vielleicht sagen? Ja. Sagten Sie, dass Sie Adrienne Delaney heißen? Ja. Sind Sie die Romanautorin? Das ist ja richtig. Warum fragen Sie? Oh, ich habe Ihr Buch Blue Moon Rising einfach geliebt. Ich konnte es eine Woche nicht aus der Hand legen. Kann ich Ihr Autogramm haben? Ja, klar. Hier, bitte. Oh, vielen Dank. Worum geht es Ihrem nächsten Buch? Lassen Sie sich doch überraschen. Oh, schade. Ich habe befürchtet, Sie würden das sagen. So, wie kann ich Ihnen helfen, Adrienne? Ich habe mich gefragt, ob Sie wohl etwas über diese Gegend wissen. Hören Sie, ich weiß alles, was hier passiert. Zum Beispiel weiß ich, dass Sie diejenige sind, die den alten Karnevalsbesitz gekauft haben. Ja. Wenn immer Sie Fragen haben, ich bin die Richtige. Okay, danke. Super. Das werde ich tun. Danke. Luann. Die meisten Leute nennen mich Lou. Oh, danke, Lou. Kein Problem. Okay, mit dem Ton wird nicht besser. Kleiner Moment. Aber wir sind, glaube ich, auf der richtigen Spur. Es kann immer nur ein Vielfaches hiervon sein. Es ist natürlich ein bisschen doof mit dem Puffer und hast du nicht gesehen, ach, wir machen ja hier 2000. Ist egal. Wird auch nicht funktionieren, aber nur gut. Ich habe eine Frage.
Was wissen Sie über einen sehr alten Mann namens Malcolm? Malcolm Wormshadow? Ja. Was? Ein merkwürdiger alter Mann. Ich habe ihn Monate nicht gesehen. Obwohl Ethel manchmal in die Stadt kommt, um einzukaufen. Und tot weg. Oh! Oh, das ist Malcolms Pflegerin. Sie ist auch seine Haushälterin, Freundin und so weiter. Er ist schon sehr alt. Wissen Sie, fast 110. Was? 110? Ist das möglich? Ich sagte doch, er ist merkwürdig. Er ist fast so, als wäre er unsterblich oder so. Die meisten Leute in der Stadt meiden ihn. Sie nennen ihn einen Hexer. Aber ich glaube nicht an das Geschwätz. Ich würde gern mal mit Malcolm sprechen. Er lebte damals als Kind in meinem Haus, oder? Bei Kano? Das ist wahr, so war es. Aber ich bezweifle, dass Sie mit ihm sprechen können. Er lebt wie ein Einsiedler, sehr zurückgezogen. Ach, wir waren doch schon mal da. Ich würde es gern versuchen. Ich habe eine Menge Fragen. Kein Wunder, dass Sie ein guter Autor sind. Sie haben eine Menge natürlicher Neugier. Um ihn zu finden, er lebt etwa eine Meile von der Stadt. Sie müssen einen Feldweg entlang und auf der anderen Seite der Brücke. Danke. Vielen Dank. Klar. Okay. Dann war es wohl Glück, dass wir ihn so gefunden haben. Kann das sein? Ja. Okay. Das ist eigentlich eine Sache, die wir vor 20 Milliarden Trilliarden Folgen hätten machen müssen. Oder dürfen oder können, damit wir wissen, wo der wohnt. Aha. Okay, ich muss trotzdem noch die Sache mit dem Tod klären. Ich weiß nicht, was ich hier noch tun soll. Vielleicht muss ich das Ding hier auch kürzer stellen. Ich hatte es ja mal schon weitaus besser, aber ja. Aha, okay. Hier ist der Typ. Ich glaube, da brauchen wir nicht... Ups, Maus fangen. So, da brauchen wir nicht weiter. Hier haben wir noch den Nippo-Wom-Wom-Wom-Set Gemischtwarenladen. Oh, der hat Alkohol öffentlich gehabt. Habt ihr das gesehen? War es abgeschlossen? Ah. Schade. Dann hatten wir noch... Moment, ist der Typ hier auch noch zu erreichen? Unser... Jetzt hat die Frau den Ball geklaut und spielt mit dem Hund. Auch abgeschließt. Er ist zu, ist zu. Keiner da. Da steht auch geschlossen. Da drüben. Pixelig, aber lesbar. Geschlossen. Oder interpretierbar. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und gehen zu Malcolm. Da drüben, die Hütte ist es. So, können wir jetzt... Der Hund ist weg. So. Wieder kein Ton. Macht keiner auf. Kein Ton. Also? Ach so, jetzt will sie was von uns haben, oder was? Nee. Hä, was? Hier? Nee. Ja, keine Ahnung, ich hab nix. Hören Sie auf, uns zu belästigen. Hab ich irgendwas übersehen? Ich kann ja nichts weiter machen im Haus. Ich dachte schon, gerade ist abgeschlossen. Oder haben wir vielleicht was im... Momente mal. Lasst uns mal kurz zurückgehen. Wir fahren mal mit dem Auto. Das mache ich jetzt mal per Überspringen hier. Lasst uns mal zur Bühne, genau. Ich überspringe mal, wie gesagt. So, das machen wir auch nochmal überspringen. Damit wir nicht ganz so viel Zeit verlieren hier, ne? Das können wir auch nochmal springen. Das auch. Der Typ macht nichts weiter. Der ist ganz ruhig und lässig. Und dann gehen wir hier rein. So. War hier noch irgendwas hinter dem Ganzen? Die Tür, ist das vielleicht... Sind wir da nicht vorhin rausgekommen oder ist das was anderes, ne?
Das ist was anderes. Hier ist wieder ein Spiegel. Ich mache erstmal den Schrank auf. Das Ding ist creepy. Ist das da? Garner und Malcolm, 1897. 1897? Also doch 100 Jahre. Muss ich jetzt nicht verstehen? Was liegt da? Dieser Pixelhaufen, ist das was? Sehe ich nicht. Okay. Da gucken wir mal hier rein. Nachdem er verbrannt wurde. Das verstehe ich nicht so ganz. Aber nun gut. Nee, man kann hier echt nichts machen. Aber wir haben jetzt ein Foto mit Malcolm drauf. Ich glaube, das könnte der passende Auslöser sein. Wir gehen mal schnell wieder zurück. Ich dachte, wir sind da vorhin rausgekommen aus der Tür. Deswegen bin ich da nicht weiter. Und außerdem war die letzte Aufnahme doch ein bisschen her. Da vergisst man dann doch schon ein bisschen was. Was man alles so getan hat. So, wir machen mal schnell, schnell, schnell. Nochmal. Und hier nochmal. Und hier nochmal. Und losfahren. Nippi wumwa wamset. So, aber jetzt. Gleich geht's normal weiter. Entschuldigt das schnelle Rumlaufen. So, jetzt aber. Klopf, klopf. Ja, es hat geklopft. Ja, was wollen Sie? So, jetzt können wir... Ah, super. Hier, ich wollte dieses alte Foto Malcolm geben. Ich habe es auf dem Kanuwaschbesitz gefunden. Mhm. Es ist ein Foto von Kanu und Malcolm. Sehen Sie die Rückseite? Sehen Sie Malcolm als kleiner Junge? Bitte, ich muss unbedingt mit Malcolm sprechen. Es ist na, was denn nur? Abgeben oder sprechen? Aber vielleicht... Vielleicht, wenn uns diesmal das Audio nicht im Stich lässt... Vielleicht würden wir ja dann mehr erfahren jetzt. Malcolm will Sie sprechen. Ist ja gar nicht da. Sie ist da, Malcolm. Hä? Setzen Sie sich.